Gleich zwei Neuerungen gibt es heute. Erstens, wir starten mit unserer Premiere in die Champions League und wir haben ein neues Interface. Zwar von Otspedia. Das Sports Betting Community und dadurch versprechen wir uns Wachstum mit euch. Growth is the answer for everything. Tatsächlich können wir mit Otspedia zusammen nicht nur ein wirklich cooles Layout bieten, sondern auch euch mehr Videos präsentieren. Und ich hoffe, das ist eine Win-Win-Situation für alle, denn wir wollen ja gemeinsam Spaß haben und möglichst auch coole Tipps finden. Genau, und wir machen ab jetzt unter dem Namen Oddspedia nicht nur Videos für die Bundesliga, sondern auch für die Champions League, für den DFB-Pokal, für die Länderspiele und hoffen natürlich, das kommt gut an. Wir haben eine super Plattform mit Quotenvergleich integriert, mit Statistiken und so weiter. Ein starker Partner, mit dem wir uns 100% identifizieren können und freuen uns drauf, was wir jetzt in Zukunft hier in professionellen Videos machen werden. Geht los mit der Champions League. Tottenham gegen Bayern. Die Quoten hier relativ eindeutig für die Bayern. Favorit in England. Das ist ein wenig überraschend vielleicht sogar. Die Tottenhamer waren ja in der vergangenen Saison im Finale der Champions League. Aber wenn man hier die Performance der letzten fünf Spiele sieht, war das nicht so glorreich von Tottenham. Und wir sehen auch gleich, warum das so war. Denn die sind im EFL Cup am Viertligisten Colchester nach Elfmeterschießen gescheitert. Sowas wird den Bayern natürlich nie im Leben passieren und deswegen sind sie jetzt hier Favorit. Was zum Stand in dieser Gruppe? Ja, ganz klar, Bayern hat sein Pflichtprogramm gemeistert, gegen Roter Stern Belgrad 3-0 gewonnen, waren aber insgesamt auch deutlich überlegen. Tottenham hat schwach angefangen, aber 2-0 geführt und wurde dann aus meiner Sicht von Olympiakos hergespielt. Vor allem den Valbuena haben sie nicht in den Griff bekommen und da kann ich mir auch vorstellen, dass ein Coutinho genauso gut in Tottenham wirbeln kann. Ja, ansonsten, Bayern hat die Spiele gewonnen, die sie gewinnen müssen, gegen Leipzig, den ersten Top-Club eigentlich in dieser Saison. Da haben sie nur 1-1 gespielt, haben aber auch dominiert. Tottenham hat allerdings bisher noch nicht so richtig gezeigt, dass er an den Leistungen der letzten Saison anknüpfen kann. Von daher kann ich die Quoten schon nachvollziehen. Und ich würde auch fast so weit gehen, die Bayern, die müssen jetzt einen raushauen und ein Sieg in Tottenham wäre doch die Reaktion, die ein Joshua Kimmich von seiner Mannschaft fordert. Boss Kimmich, wie sie ihn mittlerweile nennen, oder Bösschen, wie ihn Stefan Effenberg vielleicht nennen würde. Naja, der Bayern-Sieg mit der 2,21er-Quote finde ich wirklich durchaus interessant. Wer jetzt eher der Meinung ist, Tottenham zu Hause, Tottenham, englischer Kick-and-Rush-Fußball, Harry Kane und so weiter, die reißen da was oder verlieren zumindest nicht gegen Bayern. Die bekommen auch eine gute 1,8er-Quote hier ungefähr auf ein Asian Handicap plus 0,5. Ja, das ist, wenn ich das jetzt so sagen darf, auch eher meine Tendenz. Also für mich ist das ein Unentschieden-Spiel. Wir können uns auch mal gleich die Quoten anschauen für die Tore. Aber ich sehe Bayern jetzt nicht so dominant. Wie gesagt, bisher haben sie noch nicht gegen wirkliche Top-Teams gespielt. Das heißt, die werden ultra motiviert sein. Aber Tottenham, deutsche Mannschaft, deutscher Gegner, das ist auch ein geiles Spiel, sich da vielleicht raus zu holen aus ihrem Sumpf, wo sie mehr oder weniger drin sind. Also ich finde die plus 0,5 Asian Handicap auf Tottenham super interessant, weil ich glaube, es wird unentschieden ausgehen. Ja, das kannst du ja glauben. Aber Danke. vorher weiß man es halt oft nicht. Und bei dem Spiel sind da nicht beide prädestiniert dafür, viele Tore zu schießen. Wenn man mehr als drei Tore sieht in dem Spiel, ist die Wette auf jeden Fall gewonnen mit einer Quote von 1,97 auf über drei Tore. Wenn genau drei Tore fallen, gibt es das Geld zurück. Ansonsten könnte man natürlich auch so argumentieren wie der Junge drüben. Ja, der Junge sagt, es gibt ein 0-0 oder 1-1. Das sind eher so meine Tendenzen. Wird zwar ein gutes Spiel, kampfbetont, einige Torchancen, aber die Tore bleiben fern, glaube ich. Und dann setzt auf unter 2,5 bei einer Quote von 2,46. Das ist eine gute Idee. Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Es gibt noch ein zweites Top-Dienstagsspiel aus deutscher Sicht, denn Bayer Leverkusen ist zu Gast bei Juventus Turin. Und da sehen wir sehr klare Verhältnisse in den Quoten. Juventus mit 1,57 natürlich zu Hause Favorit. Leverkusen mit einer 7,6 Quote auf den Sieg, wenn die in Juventus in Turin die Sensation schaffen. Liegt wohl auch daran, dass
natürlich Leverkusen dieses erste Spiel in dieser Gruppe gegen Lokomotiv Moskau verloren hat. Ja, und ich zitiere mal den DAZN-Kommentar vom Spiel Leverkusen gegen Moskau. Der hat während des Spiels gesagt, mit der Niederlage startet Leverkusen nicht mit 0 Punkten in diese Gruppenphase, sondern mit minus 3. Und das macht ja bei der weiteren Konkurrenz auf jeden Fall Sinn, diese Aussage, denn Atletico Madrid und Juventus Turin sind nun mal die Favoriten und Leverkusen eher mit der Außenseiterrolle hat jetzt eine Bürde zu tragen, die sie aus meiner Sicht nicht mehr aufholen können. Du sagst heftige Quoten auf Leverkusen. Ich sage, ich finde eine 1,57 auf Turin schon ziemlich hoch, weil ja, Turin halt Turin ist. Ne? Ja, vor allem haben sie Spal 2-0 geschlagen und jeder weiß, dass Spal natürlich wesentlich besser ist als Augsburg und Union Berlin zusammen, die von Leverkusen geschlagen wurden. Ja. Ironie aus, ich finde nämlich, dass die Quote viel zu hoch ist für Leverkusen. Natürlich ist Ronaldo-Zeit in der Champions League, Flutlichtspiele am Abend und Heimspiel für Juve, das sind gute Argumente. Aber ich denke, dass Leverkusen nicht chancenlos sein wird. Mit einem Sahnetag können die auch in Turin was reißen. Die Power, da Tore zu schießen, haben die auf jeden Fall. Zu gewinnen traue ich ihnen nicht zu. Asian Handicap macht aber leider auch keinen Sinn. Aber was eben aufgrund der starken Leverkusener Offensive in Turin eine sehr gute Wette in meinen Augen ist, ist die Wette auf Übertore. Finde ich auch übrigens cool, wer... haben uns, by the way, auch gerade eben mal die Asian Handicap-Quoten auf Leverkusen angeschaut und da war wirklich nichts Interessantes dabei, dass man sagt, da könnte ein Stil möglich sein. Aber mir gefällt deine Grundidee mit den Toren. Ja, und zwar über 2,75, da ist die Linie um die Zweierquote rum und das gibt eine 1,98 hier beim Wettanbieter mit der besten Wettquote in diesem Vergleich von Otspedia. Und das heißt, wenn drei Tore fallen, gewinnt man die Hälfte des Gewinnes, den man normalerweise gewinnen würde. Wenn vier Tore fallen, ist die Wette komplett gewonnen. Da könnte man auch gleich drauf gehen und sagen, es fallen mehr als drei Tore, dann hast du sogar eine 2,3er-Quote. Und ja, um richtig Bock auf dieses Spiel zu machen, brauchen wir uns nur mal ein paar Namen von beiden Mannschaften reinziehen, die da in der Offensive vertreten sein werden. Ronaldo, Higuain, Matuidi, und Volland, Kevin, Leon Bailey. Oh, bist du fies. Und der Wendel, der Wendler. Wieso fies? Du weißt schon, dass Kevin Volland der beste Scorer in der Bundesliga im Jahr 2019 ist. Ja, aber Kevin ist jetzt leider nicht so der Name. Aber ja. Kai Havertz ist jetzt auch so ein Kevin, sagt, dass er die Champions League gewinnt. Bellarabi. Mit dem Wendler, na, der Witz ist wahrscheinlich nicht lustig. Jedenfalls jede Menge Offensivpotenzial auf beiden Seiten, von daher... Diese Leute sollten noch mehr als drei Tore unter sich aufteilen. Also, das ist doch eine gute Wette. Auch sehr, sehr cool, Juventus. Du sagst immer, dass die ganz gerne den Catenaccio anrühren, aber in dem Fall werden die Leverkusen gleich so durch die Wand drücken. Ja, und lass Leverkusen dann ein Tor erzielen, was in Turin auch möglich ist. Ja. Dann muss Juve zwei machen, weil die wollen ja natürlich auch ihren ersten Champions League-Sieg einfahren und dann ist hier alles möglich. Dann schauen wir noch die anderen Spiele durch, die am Dienstag sind. Real Madrid empfängt Club Brügge und auch da haben wir was Interessantes gefunden. Die Quote auf Madrid, eine 1,32, könnte vielleicht für eine Kombi sogar interessant sein, für eine Double Bet. Dass Brügge da was reißt, das glauben die Buchmacher jetzt eher weniger. Wir auch nicht. Ja, Spoiler, wir auch nicht. wenn wir uns den ersten Spieltag anschauen, da weiß man aber natürlich, dass der Club aus Brügge natürlich vor Real in der Tabelle steht, weil Real ja das erste Spiel gegen Paris verloren hat. Aber das ist jetzt keine Messlatte. Und von daher finde ich es hier schon auch interessant, dass man sieht, dass ja Real Madrid eigentlich keine so schlechte Mannschaft ist, wie das 3-0 gegen Paris vermuten lässt und vor allem auch defensiv stark ist. Mhm. Keine Tore gegen Atletico kassiert, gegen Sevilla, die auch offensiv stark sind, keine Gegentore kassiert. Und das sind so die letzten Spiele gewesen. Also sollte hier Club Brügge ein Tor schießen im Bernabeu vor 80.000 Fans. Spoiler. I doubt it. I doubt it too. Und dann lass uns auch mal die Quoten anschauen. Und zwar bei der Wette Both Teams to Score liegt die Quote, dass nicht beide ein Tor schießen, bei 2,26. Und
Das ist nicht ohne. Also ich denke auch, dass das hier so ein 3-0, 4-0, vielleicht sogar ein 0-0 oder 1-0, völlig wurscht. Hauptsache Brügge oder Madrid schießen kein Tor. Und du sagst immer bei so Quoten, wie realistisch ist es, dass Brügge jedes zweite Spiel in Madrid vor 80.000 Leuten gegen diese Weltklasse-Spieler, die auch unbedingt jetzt gewinnen müssen, ein Tor schießt? Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich unter... du weißt, was ich sage. Notiz für mich für später, fürs Rückspiel, den Spruch Brügge sehen und sterben bringen. Ja, clever. Aber ja, hier, man muss ja davon ausgehen, Brügge mit einer Elferquote, mega Außenseiter, wieso sollten die ein Tor schießen? Also da machen diese Quoten irgendwie keinen Sinn und deswegen hat diese Wette absolut Value, hier auf Both Teams to Score No zu gehen. Und selbst wenn dann Brügge ein Tor schießt, dann kann man sagen, stark Brügge, aber die Wette war okay. Also da kannst du nichts dran rütteln. Atalanta Bergamo gegen Shakhtar Donetsk. Also das ist ein Spiel, das hört sich in meinen Ohren nach vielen Toren an. Atalanta ist hier Favorit mit einer 1,8er Quote bei BetFirst und Shakhtar Donetsk mit 4,5 sollten die in Italien gewinnen. Aber wenn wir einen Blick auf den ersten Spieltag werfen, da hat der Bergamo ganz schön enttäuscht. Ja. Oder Zagreb überzeugt, also wie man das Ganze nimmt. Beides. Man City, Zweiter, also die haben eigentlich gar keinen Gegner in der Gruppe, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier Atalanta als Neuling und Shakhtar als erfahrenes Team kämpfen jetzt um die ersten Punkte. Also es wird auf jeden Fall ein Team punkten. Die Quoten, du hast sie gerade gezeigt, sprechen für Atalanta. Die konnten jetzt auch das letzte Spiel in der Serie A am Samstag in Sassuolo 4-1 gewinnen. Atalanta steht auch für Power-Offensiv-Fußball, da fallen immer viele Tore, auch wenn es wie dem Spiel gegen Zagreb für die anderen waren. Und genauso sieht es bei Shakhtar auch aus, 4-0 das letzte Spiel gegen Foscla und in der Champions League ja 0-3 gegen Man City. Also ich denke, die werden mit offenem Visier spielen. Atalanta will seinen Heimzuschauern natürlich was bieten. Das erste Champions League Heimspiel für die in Bergamo. Von daher denke ich, dass das hier auf eine Übertorwette rauslaufen wird. Einen Sieger kann ich da nicht erkennen. Und wenn, dann tendenziell eher für Value auf der Gegenseite. Ja, mit Handicap. Ist es nicht ganz uninteressant, man darf die Erfahrung nicht unterschätzen, auch die Nervosität vielleicht auf Seiten von Atalanta, aber hier auch von den Quoten, wenn du jetzt Handicap auf, ein positives Handicap auf Shakhtar setzt, finde ich semi-interessant. Ja, dafür sind die jetzt auch nicht zu überzeugend gewesen im ersten Spiel. Genau. Aber das war Man City, einer der Top-Favoriten immer in der Champions League mit Pep Guardiola. Zu denen kommen wir aber noch. Over-Under, wenn man hier davon ausgeht, es fallen mehr als 3 Tore, dann eine 2,12er-Quote, da kann man es kurz machen, kann man wenig verkehrt machen, in meinen Augen. Denn das sind offensiv starke Mannschaften, die da Tore schießen wollen. Was schauen wir uns noch an? Ganz kurzer Blick in die Türkei. Galatasaray Istanbul gegen Paris Saint-Germain. Tuchels Verein, klarer Favorit mit 1,35er Quote. Istanbul, die werden das aus meiner Sicht nicht reißen. Auch hier ein kleiner Spoiler. Ja, aber Paris war zuletzt in der Liga halt auch alles andere als überzeugend. Nur knappe Siege 1-0, 1-0. Und dann gab es ja dieses sensationelle Spiel gegen Reims. habe ich mir sogar live reingezogen auf The Zone und die haben da 2-0 gewonnen in Paris und von daher, ja, Paris, wenn die mal schlagbar waren, dann sind sie es im Moment. Auch für Galatasaray, das sei mal dahingestellt, da kann man, finde ich, schwer den Vergleich ziehen, denn da kann man nur die Ergebnisse bisher in der Champions League nehmen und das ist nicht so beeindruckend. Ich denke halt auch Paris, die wissen, dass sie Meister werden, die haben in der Liga eigentlich keine wirkliche Konkurrenz außer sich selber, für die ist die Champions League das Highlight schlechthin, haben sie gegen Madrid gezeigt, jetzt ist die Frage, denken sie, dass sie jetzt schon on the top sind und lassen deshalb vielleicht locker gegen Istanbul, die daheim vor ihren frenetischen Zuschauern 100% geben werden, 150%, um Goliath zu schlagen. Deshalb könnte ein Handicap auf Galatasaray wirklich Sinn machen. Dass sie nur mit einem Torunterschied verlieren, bestenfalls oder schlechtestenfalls, dann würde man diese Wette hier gewinnen mit einer 1,9er Quote, ja, so um den Dreh.
Genau. Und das ja, also kann man machen. Muss Galatasaray-Fans würden das wahrscheinlich machen. Alle anderen, die lassen vielleicht die Finger davon. Oder die sagen, Paris haut jetzt einen raus in der Champions League. Wie gegen Real werden sie überzeugen und dann hoch gewinnen. So oder so, kein Spiel, das mich jetzt besonders zum Wetten reizt. Ähnlich sieht's aus bei Roter Stern Belgrad gegen Olympiakos Piräus. Olympiakos mit dem Achtungserfolg zu Hause gegen Tottenham Punkt geholt. Von daher müsste man fast sagen, die können jetzt auch in Belgrad für Furore sorgen. Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Für mich die bessere Mannschaft, sagt ja auch mehr oder weniger die Quote. Trotzdem Belgrad... gerade die serbischen Teams daheim oder ich sage jetzt mal die osteuropäischen Teams daheim immer noch mal eine Spur stärker. Deshalb ist schwer hier über Tendenzen zu reden, aber das sind beides Mannschaften, die wir nicht in der nächsten Runde sehen werden. Die werden unter sich ausmachen, wer dann in der Euroleague weitermachen darf. Da unterschätzt er mir aber die Olympiakos-Piräen. Also, glaubst du, dass die Bayern noch ein Beinchen stellen werden? Naja, Bayern vielleicht nicht, aber Tottenham haben sie ja schon mal geärgert. Und ja. Wer weiß, wie stark die heuer sind. Ja, also da können wir natürlich noch einen Blick aufs Asian Handicap werfen. Ich denke, so ein Asian Handicap 0 auf Piräus mit 1,7er Quote, why not? Kann man vielleicht machen. Aber vielleicht straft mich Marco Marin auch Lügen und führt seine roten Sterne dann zu einem Erfolg. City gegen Zagreb, die zwei Triumphator-Teams der ersten Champions League-Runde, also des ersten Spieltags. Und zwar ist hier Man City, empfängt hier den Tabellenführer dieser Gruppe. Das ist schon ziemlich lässig, aber ich glaube, nach dem Spieltag wird Zagreb es nicht mehr sein. Das ist aber sehr gewagt, Radek, was du hier aufstellst. Ja, die Quote von 40, du hast gesagt, so was Hohes hast du beim Fußball noch nie gesehen. Nee. Das ist natürlich schon beschreibend für dieses Match. Das ist schon heftig, aber lass uns auch hier noch ein bisschen schauen, finden wir irgendwo vielleicht eine Wette, wo wir sagen, da ist für uns Value versteckt, die Handicaps, die Line, also die ausgeglichene Linie bei minus 3, das ist schon... Das bedeutet, Man City muss 4-0 gewinnen oder 5-1 oder ähnliches. 3-0 sehe ich fast schon am realistischen. Deshalb gefällt mir diese Line nicht so. Weil nee. Du weißt auch nie, was passiert mit Man City, wenn sie schnell 2-3-0 führen. Gehen sie dann aufs nächste Tor oder sagen sie, wow, das haben wir eh gewonnen. Mhm. Gefährlich zu sagen. Aber viele Tore. Wir schauen auch die Over-Under-Quoten an. Ja gut, sicher über 4 Tore, dann kriegst du dein Geld zurück, wenn 4 Tore fallen. Ich glaube eher fast, hier hatte das Undervalue, aber andererseits kann City die natürlich auch 8-0 vom Platz fegen wie Watford. Da ist viel drin oder Zagreb verkauft sich teurer als gedacht. Gut, da muss man, das ist halt das Schöne an der Champions League, da kann man auch als Fan der ein oder anderen Mannschaft einfach sein Team mit einer kleinen Wette unterstützen und muss da jetzt nicht unbedingt auf jedes Spiel wetten und das ist jetzt so ein Spiel, da halte ich mich zurück. Aber ich hätte da noch eine Wette, die mir ausgesprochen gut gefällt in dem Spiel. Ist es die erste Halbzeit. Stimmt. Allerdings, was ich auch noch sagen muss, weil du gerade Wetten in der Champions League angesprochen hast, ich kann mir vorstellen, dass der erste Champions League Spieltag einer der heftigsten Reingewinne für die Buchmacher gewesen sind, weil da wirklich viel nicht so passiert ist, wie man hätte vermuten können. Hm. Aber jetzt gehen wir mir ganz kurz in die erste Halbzeit rein. Und Asian Handicap in der ist, genau. Ich behaupte, dass Manchester City zur Halbzeit 2-0 vorne sein wird. Und deshalb finde ich ein Asian Handicap minus 1 sehr interessant. Ich denke, dass sie die erste Halbzeit wirklich hundertprozentig gewinnen. Darf man im Wetten nicht sagen. Ich sag's trotzdem jetzt mal. Und dann hast du den Einsatz schon zurück. Und dann müssen sie noch irgendwie eine zweite Bude reinmachen. Boah. Und dann geht da was. Also minus 1. Mit einer kleinen Absicherung, weil Zagreb halt Zagreb ist und wer weiß, vielleicht übertreffen die sich selber. Aber mir gefällt diese Quote bei diesem Top-Milliarden-Club unglaublich gut. Das stimmt. Und wenn sie dann mit 2 Toren führen sollten, dann ist die Quote von 2,27 auch sehr, sehr, sehr gut. Eigenes Risiko kann sich jeder aussuchen. Ja, mei. Das Risiko hast immer 50-50. Egal wie sicher eine Wette scheint, ist im Endeffekt oft ein Coin-Flip.
gerade bei so Zweierquoten. Dann, was haben wir noch? Das letzte Spiel des Spieltages am Dienstag, Lokomotiv Moskau. Die Leverkusen-Besieger und Tabellenführer in dieser Gruppe gegen Atletico Madrid. Da ist uns erst aufgefallen, ist das vielleicht ein bisschen zu hoch, die Quote für Moskau. Andererseits braucht man auch gar nicht lang rumtun. Hier ist immerhin Atletico Madrid am Start, eine der besten Abwehrreihen der Welt mit einer Quote von 1,7. Die werden in Moskau zumindest nicht verlieren, sage ich jetzt mal. Und von daher ist der Weg zum Sieg durch ein paar Tore von João Félix nicht allzu fern. Und eine 1,7er Quote für Atletico in diesem Spiel ist gut. Denn in Moskau, ich dachte mir schon, ja, in Moskau, da ist das Wetter immer so eine Sache. Der Spanier, dem ist es dann schnell zu kalt. Aber 16 Grad hat es aktuell dann morgen in Moskau. Das ist jetzt auch noch kein harter Winter. So sieht's aus. Also da brauche ich keine lange Rede mehr schwingen. Ich denke auch, dass die Quote attraktiv ist. Muss man selber entscheiden, ob man da mitgeht oder nicht. Aber mehr gibt es zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Und dann haben wir auch tatsächlich schon unseren ersten Champions League Dienstag hinter uns. Ja. Mit einigen Prognosen, Ideen. Ich denke, dass wir zukünftig wahrscheinlich dann auch konkrete Wetttipps machen, wie in der Bundesliga, wo wir uns dann selber so ein bisschen evaluieren können, ob es erfolgreich gewesen ist. Aber in dem Fall in erster Linie bitte auch eure Tipps. Ja, vor allem, aber darauf sind wir angewiesen, denn wir sind jetzt hier eine Community und Champions League ist reines Glücksspiel, muss man auch dazu sagen. Da kannst du Glück haben und was gewinnen, aber du kannst auch übelst irgendwo hinfallen und dann Pech haben. Aber gut, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese tollen Spiele am Dienstag und am Mittwoch kommen wir wieder mit neuen Vorbereitungstipps auf diesen Champions League Spieltag Nummer 2. Viel Glück euch!